Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Das ist jetzt fast schief gegangen. Susi und ich sind ein bisschen außer Übung. Wir haben jetzt in der allerletzten Sekunde uns noch ausgemacht, wer jetzt hier das Intro spricht, quasi. Das war gerade knapp. Richtig. Und Tina hat ausgelost und gewonnen. Hey! Wir haben Schleini. Okay. Boah, ich habe gar nicht Ja. städtisch. Sie kommt in meine Richtung. Ich habe kalter Rückenschauer dabei. Ich bin ihr Okay, voll ich in hab. die ins Messer gerannt. I see you. Ja, also von mir auch erstmal noch ein herzliches Hallo und willkommen zur neuen Woche, neuen Folge. Mal gucken, wie das jetzt hier so läuft. Wow. Ah, die ist mit ihrem Boost echt gut. Ich ahne, an welchen Haken du kommst. Ja, wenn du dort hockst, dann Ja. dahin. Jo. Oh, hier war eine Palette. Hättest du mal die Palette Ach, gezogen, Kacke, ne? ich wusste nicht, dass sie da langläuft. Aber zumindest hat So. sie dich nicht gesehen. Naja. Sie croucht. Aber ich glaube, sie hat Barbecue. Weil sie croucht jetzt zu der einen da hinten. Relativ zielsicher. Sie hat sie. Geh du erst mal machen und ich geh mal. Oh, jetzt kommt die auch hierher gerannt. Dann gehe ich erstmal einen weiter. Ich hoffe übrigens, mega leck, dass hier in meinem YouTube-Video, also in meiner Ausgabe, dass das tontechnisch jetzt alles passt. Das war gerade ein bisschen schwierig, alles neu einzustellen. She comes to me. And I have no städtische Umgehung. Ich auch nicht. Mit der Mac habe ich das halt gar nicht, weil ich glaube, ich habe die Mac gelevelt, bevor ich Nea gelevelt habe. Scratch hier rum. Wer hat ja gesehen, dass ich reingeschissen habe? Sie tritt den Jen. Oh. Weißt du, wo sie hin Dem. ist? Zweiter Fall in Schärfer war auch nicht der richtige. Ich jetzt wieder an den Jen oder nicht? Es wäre ja mal cool, wenn das Schweini. Schon wieder ein Mega-Lag. Ach nee, das war. Oh, ich dachte, hier ist gerade das Schwein gewesen, aber dabei war es. Eine Verletzte. Irgendwas. So nett, glaube ich. Was macht denn eigentlich hier Dope? Die ganze Runde, Mensch. Sie hat mich vom Jen gegrabbelt. Oh Gott, war ich jetzt gerade erschrocken. Oh, ich habe natürlich gerade nicht nach hinten geguckt, ich Trottel. Anfängerfehler. So, was von ein Aber dafür Anfängerfehler. Ich hast du habe keine Falle. geguckt, was ihr da drüben so treibt und oh Ja, weil die eine Gott. hat hier auf mich gewartet, dass ich sie heile. Oh Gott. War ich jetzt gerade erschrocken. Die andere ist auch mit hier. Ja, super. Feng, wieso rennst du nicht rüber, mal retten oder so? Mann, ich wollte doch diesen Oh, Jen kalter fertig machen. Rückenschauer. Sie guckt in meine Richtung. Ach so, übrigens, ich weiß nicht, Susi, wollen wir das in unseren gemeinsamen Videos auch ein bisschen einbauen, dass wir ein bisschen erzählen, was wir für Talente dabei haben? Es hat sich Ja, jemand bei mir gewünscht, dass wir sowas ein bisschen erklären. können wir machen, klar, gerne. Gut, Okay, Kelly dann ist bei mir. fange ich an und sage, ich habe kalter Rückenschauer dabei. Nein, also da Okay, dann. unten diese Katze, das seht ihr halt jetzt, wenn ihr mein Video quasi anhabt. Die zeigt mir an, wenn der Killer in meine Richtung schaut. Das bringt aber manchmal nichts, wenn man nicht gemacht Nein! wird. Aber sie hat Dope, sie hat nicht dich. Ja, sie hat die andere wahrscheinlich gejagt, aber ich dachte, sie hat mich jetzt und so. Das war jetzt ein Ach, wir bisschen. haben noch nicht einen Nee. Generator an. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Es wird wieder so ein Worst-of heute, wa? Zumindest immer gut dabei. Aber sie bleibt dort hinten, in der Nähe der Scheck. Jetzt nicht mehr. Ich gehe mal außen rum.
Ich war gerade am Hügel an dem Generator hier vorne. Ich glaube, Glödi geht retten. Dann mache ich mal hier das Totem. Ich habe auch schon ein paar Totems gesehen. Wer ist jetzt schneller? Haken. Ich würde sagen, du. Meine! Meine Punkte! Ja, ich habe halt auch, wir schaffen das dabei. Dann geht das jetzt hier fix mit dem Heilen. Okay, also die Clodia ist jetzt hier hinten an den Generator gegangen. Da werde ich jetzt mit rangehen gleich. Ja, sie ist hier bei mir. Ah, sie hat mich gesehen, Kacke. Oh, die Feng ist direkt am ersten Entschärfer die Falle losgeworden. Sie hat mich. Aua, das tut doch weh. Halt durch, Susi. Noch nicht umfallen, dass du noch keine Falle bekommst. Unser Generator geht gleich an. Das darfst du so einfach so. Palette. Wo ist die Olle hin? Hä, die croucht. Ich sehe sie gerade mit dunkler Wahrnehmung nicht. Okay. Ja, jetzt ist, ich hatte auch gerade... Ich hatte gerade keinen... Wow, das war knapp. Ich habe sie nicht mal gesehen. Ich habe nur gehört, wie sie auf einmal hinter mir kam. Oh, aber ich habe sie gestunt. Wo seid ihr jetzt? Oh, dann, hier am Gen vorbei. Ich weiß nicht, da sitzen zwei Leute. Ah, okay, nee, da bin ich weg. Okay, ich habe erfolgreich abgeschmiert. Ja. Es tut mir leid. Sorry, guys. Aber... Die ist hinten auf dem Hügel. Bist du hier irgendwo? Ich bin hier an diesem Hügel hier vorne. Nein. Soll ich heilen, oder? Dankeschön. Ist voll komisch, dass du eine Claudette bist. Ja, ist voll komisch, dass du eine Mac bist. Sie kommt in unsere Richtung. Das schaffen wir. Sollten dann erst mal gehen. Ja. Aber noch habe ich keinen kalten Rückenschauer. Vielleicht croucht sie aber auch nur. Ja, sie croucht. Also, ich habe gesehen, in Dings, wie sie Ja, sie gekrochen. Kommt, glaube ich, rüber. Ich gehe Richtung Haken. Gehe durchs Haus. Ja, sie ist an dem Gen. Die haben ja das Haus auch irgendwie neu designt, habe ich gehört. Die rennt wieder zurück. Hier, sie ist ab vom Haken. Also sie croucht wieder zurück. Ich gehe wieder an den Gen. Ja, ich komme gleich zurück. Ich mache einen Totem weg und dann... Ja. Ja, sie ist wieder bei den anderen beiden. Deswegen ist sie gerade hing, die ist halt dann tot am Haken am nächsten. Ja, ich glaube, sie jagt jetzt aber gerade Dope im Haus. Bin mir nicht ganz sicher. Ich war auch hier gerade... Nein, sie ist wieder bei mir. Dope, ich höre dich, soll ich dich heilen? Dope, was machst du? Warum rennst du wieder die Treppe runter? Dope, warte. Ich glaube, wir suchen uns hier gerade gegenseitig, Dope und ich und so und... Wir sind hier zu dritt jetzt oben. Ach, Kacke. Ach nee, das ist gar nicht Dope. Das ist Krobi. Ach so, naja. Dope liegt da unten. Bitte ich auf. Was, kommst du nicht ran oder was? Was machst du? Ich kann's doch nicht... Ja, vorne... der andere kam nicht ran. Danke. Hier oben heilen ist halt auch super, ne? Jetzt sandbaggen wir uns hier gegenseitig. Ja, aber... Crouch da lang. Eigentlich ein Totem? Ja. Ich weiß nicht, ob sie jetzt von draußen kommt. Ich weiß auch nicht, weil das Haus macht auch... Ich habe kalten Rückenschauer. Ich renn zum Haken. Ist egal, scheiß drauf. Ja, sie ist hier oben. Okay. Sie hat mich eingesperrt. Sie hat mich eingesperrt. Ich muss weg. Balanced Landing wäre halt jetzt richtig gut. Ja. Okay. Schade. Ich krieg keine Falle. Vielleicht hat sie keine mehr. Aber bist du jetzt tot oder bist du nicht tot? Nee, ich glaube, ich kann noch kämpfen. Komm hier auf den Hügel.
Okay. Sie geht Richtung fertigen General. Nee, sie croucht hier noch rum. Jetzt geht sie, glaube ich, rüber Richtung fertigen Generator. Sie jagt irgendwen. Ja, da ist eine Blödi. Ich versuche ein bisschen außenrum. Ja, die rennen hier vorm Haus lang. Aber weg von mir quasi. Okay, ich komme. Stimme! So. Willst du mich gleich heilen, oder? Ja, da kommt doch Feng. Die ist auch schon wieder verletzt. Nee, die habe ich doch eben abgehakt. Achso, die hat einen Schlüssel, oder? Ich weiß es nicht, aber sie kommt. Feng, geh. Ich... Ja. Ich biete mich als Opferlamm. Alle quietschen sie hier rum, weil sie verletzt sind. Kacke. Sie hat mich... Die kam von der anderen Seite. Verdammt, ausgetrickst. Ah, Mann, so eine Mistbiene. Aber du kannst auch noch kämpfen, oder? Ich kann noch kämpfen, ja. Ich kann noch hängen. Alles gut. Meine Güte, ey. Hä? Sie. Keller? Nee, der Keller war hier hinten. Sie ist gerade fest. Sie geht. Achso, ihr seht sie ja. Ne, ich bin im Schrank. Hä, Feng? Alter, was, Feng? Was geht mit dir nicht? Wieso soll ich retten gehen? Ich bin genauso tot. Holt die mich aus dem Schrank und zeigt, ich soll retten gehen. Wow. Aber die mit ihrem Schlüssel. Die will jetzt überleben, dass sie die Luke findet. Ja. Ja. Yep. Sie steht auch noch hinten an der Check, also. Keine Ahnung, ob das Schwein hier irgendwo ist. Ja, die ist nach hinten gelaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, Feng ist unten im Keller. Ich habe keine Ahnung, was sie da macht. Willst du dich selber heilen? Oder? Ja, weiß ich nicht. Ich muss noch hab, noch hab ich, wir schaffen das. Und ich habe keinen kalten Rückenschauer. Ich weiß halt nicht, ob kalter Rückenschauer funktioniert, wenn sie croucht. Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Okay, danke. Ich betone das heute so oft, dass ich kalter Rückenschauer habe. Aber ich habe das halt echt sonst nie. Warte, hier drüben waren schon angefangen. Ich habe Einfühlungsvermögen mit. Das ist diese zwei Hände, die sich überkreuzen. Und dadurch sieht man, wenn die Leute angeschlagen und verletzt sind. So wie da hinten die Feng, die da hinten rumrennt. Das gelbe Pünktchen. Ja, da bist du jetzt dafür da, uns zu sagen, wann sie hierher kommt. Das Coole bei kalter Rückenschauer ist halt, dass wenn der Killer in deine Richtung guckt, kriegst du immer so, ich glaube, 6% oder so Boost auf Reparatur und so weiter und so fort. Also sie sind jetzt im Haus, sie rennen aber rechts von mir. Rennt sie wieder zu, also die rennen im Haus gerade rum. Das Ding ist, wenn der Jen an ist, kriegt sie halt die Luke, ne? Wenn sie irgendwo spawnt. Aber sie lässt sie liegen, oder? Ja. Sie kommt jetzt hier hinter. Die Crouch ist gerade in die Hocke gegangen. Ja, ich sehe sie. Recovered Feng wenigstens? Ich weiß es nicht. Kacke. Ah, die Olle hat mich. Na gut, dann bin ich mal Ripperoni. Nein. Feng, was willst du mir denn ständig zeigen, Mensch? Ich versuche von euch irgendwie wegzurennen, aber... Oh, die Feng, ey, die ist schon so ein kleiner Diktator. Sorry, aber... Zeigt sie mir, ich soll jetzt einen Generator machen und sie heilt sich selber? Oh. Ja, manche Leute sind da ein bisschen furchtbar, so, ich bin dann raus. Warum fühle ich mich ständig? Ich gehe weg jetzt hier. Es reicht. Ich will nichts mit der Feng zu tun haben. So. Adieu, schöne Welt. Adieu. Aber es heißt, jetzt müsste irgendwo die Luke sein, wenn ich tot bin. Ja, Schweine guckt in meine Richtung. Versuche also bei Feng zu bleiben, wenn die einen Schlüssel hat. Nicht, dass die sich ohne dich einfach... Schweine ist weggecrouched. ...verabschiedet. Okay, Feng sitzt in einer Kiste.
Da hinten ist Schweine gewesen. Nein! Oh. Der ist... Also Feng sucht, glaube ich, die Luke. Ja, Feng sucht die Luke. Die ist an dem Generator jetzt, wo wir eben dran waren zusammen. Ich behalte mal Feng im Blick, was die macht, gell? Ja, Schweine hat mich. Ah. Ich glaube, da hinten war gerade Feng. Vielleicht kann ich abschmieren. Ja, hier. Du rennst in ihre Richtung. Da ist sie. Huch, sorry, Feng. Ah, ich wollte... Hier ist die Luke. Feng, mach die dumme Luke auf. Die läuft ganz langsam hinter dir. Feng, oh. Mach auf. Gott, verdammt mich nochmal. Die rennt in die andere Richtung davon. Oh, nein. Ja, aber das heißt, dass der Killer die Luke dann jetzt gleich wieder zumachen wird. Ja, immerhin. Ja gut, das kann jetzt Feng aber nun mal auch nicht wissen, ne? Ich hab's ihr doch gesagt. Aber die hört dich doch nicht. Ah. Tja, Feng, falsche Richtung. Ja, Killer macht's. Feng hat Adrenalin dabei. Das ist dieses Herz, was ihr gerade seht, mit den Besteckinstrumenten drin. Aber Feng hat keinen Schlüssel. Die hat einen Sunny-Kasten, sehe ich gerade. Die hat doch gar keinen Schlüssel. Aber irgendjemand hatte erst einen Schlüssel. Da war es die Klödia oder so, die andere. Vielleicht hätten wir uns merken sollen, wo die gestorben ist. Jetzt hat sie einen kleinen grünen Schlüssel, aber damit kriegst du doch ohne Addons die Luke nicht auf. Nee. Vielleicht war das, den sie erst in der Hand hatte. Durchaus möglich. Na gut, dann nützt es halt natürlich nichts. Ich dachte, die hat einen lila Schlüssel oder so. Ja, auf jeden Fall Adrenalin. Das ist dieses Herz mit diesem Besteck drin. Das ist immer, wenn der letzte Generator angeht, wirst du dann quasi einen Gesundheitsstatus geheilt nach oben, wenn du verletzt bist. Also wenn du angeschlagen bist, bist du wieder geheilt. Und wenn du am Boden liegst, stehst du wieder. Und du kriegst einen Boost, einen Sprintboost und dann noch irgendeinen anderen Boost für 3 Sekunden. Also du bist dann halt relativ schnell. Also sie läuft tatsächlich zur Luke. Aber in einem Tempo, das ja, vor allem erhöht. Feng. Wenn, dann ist die Luke rechts Feng. Ja, aber mit dem grünen Schlüssel, wenn jetzt die Luke aufgeht, dann habe ich das Spiel nicht verstanden. Ich glaube, Schweine möchte sie gehen lassen, oder? Ist nicht. Aber Feng sieht die Luke nicht. Nee. Feng, du kriegst doch das Tor jetzt gar nicht mehr auf. Doch, na eben, die Zeit. Wie das Schweinchen da hockt, ey. Ja. Ich glaube, Schweini weiß, dass er das nicht mehr schafft, oder? Ja. Jetzt sehen wir gleich den Antitus. Genau, ja, das passiert das quasi, wenn das Endgame abgelaufen ist. Richtig. Okay, Schweini. Die ist schon ein bisschen crazy, die Alte. Ja gut, das war dann Runde 1. das lief jetzt nicht so optimal. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht unterkriegen. Nein. Weiter geht's. So. Ich, Susi und ich, wir sind jetzt nackig. So. In-game. Wir haben uns für euch ausgezogen. Da ja. Ist es doch, mein super Schneckchen. Schneckele. Genau, wir sind jetzt nämlich Laurie und Quentin und wir haben beide keine Perks dabei. Wie man halt unten rechts sehen kann. Wir haben keine Perks und mein nackig. Quentin ist sogar Stufe 1. Na gut, oh, meine nackig. Laurie ist immerhin Stufe 50, aber ich habe nichts mit ihr dabei. Ja, na, es ist also. Oh, der Oni! Oh, he saw me and you. He saw you! Ach, ja. Ja, also, das wird jetzt eine ziemliche. Er kommt aber zurück. Es wird witzig. Oh, aber hi! Die Susi und ich, wir haben halt offline schon 2, 3 Ründchen jetzt so gespielt, ohne Perks. Und es lief gar nicht so schlecht. Aber ich habe gerade schon gesagt, jetzt, wenn wir aufnehmen, wird das wohl nichts werden.
Vor allem, ich bin halt auch immer versucht, wenn ich verletzt bin, in irgendeine Ecke zu gehen und mich zu heilen, aber das geht ja nicht. Nein, ich habe eine Fang gefunden, die mich heilt hier an dem Gen. Am Hügel bei der Check. Hallo? Hilft mir jemand? Egal, ich mache einen Generator. Ich bin an unserem Generator, wo der Uni uns gefunden hat. Ah, aber Uni ist auch hier. Okay, Uni kommt zurück. Sorry, Fang, ich wollte dich nicht erschrecken. Aus dem Fenster, krass. Ja. Also, Fang und ich sind relativ nah. Da habe ich nicht richtig aufgepasst gerade. Ja, also ich sag's euch. Ja, sonst klappt das mit diesen beiden Dullis immer, dass wir entkommen und alles. Und heute, wenn wir aufnehmen, wird es nicht. Geh mal weg, Mick. Er kommt jetzt zu euch. Ich weiß nicht, warum er seine Wut nicht nutzt. Ah, okay. Jetzt. Er ist noch dort hinten bei den anderen beiden. Ja, ich komme. Schneckche, ich komme, meine liebste Lori. Doc Quentin. Und doch nicht mein Quentin. Der süßeste Boy überhaupt. Mein Schneckche. Schätzelein, ich blute auf dich drauf. Ich blute mit dir zusammen. Wo ist denn? Ach, da. Ja, aber er geht halt auch nicht wirklich weg, ne? Nee. Geh weg. Geh, Mac, geh, er kommt doch schon wieder. Mac, geh! Mac! Opfer dich doch nicht für die Quentin, für das kleine Hässliche. Entlein. Hat er Mitleid mit mir, weil ich so klein und hässlich bin? Lässt er mich deswegen liegen? Uni, hallo, Uni, entschuldigen Sie. Uni. Fang, block bitte für mich. Fang, denk doch mal mit. In der Palette. Ich habe 10-mal Leertaste gedrückt. Ach Gott. Gut, ich sag mal so, die erste Runde, die ging ja fast 20 Minuten. Da geht die jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ja, die geht jetzt nur 5. Ich heil mal die Mac, die hat mich ja gerettet. Ja, glaube ich, die Fang, ja. Naja, gut. Die sind hier. Ich weiß nicht so richtig. Ah. Mac. Wow. Das ist das reinste Schlachtefest. Wow. Das ist das reinste Schlachtefest hier. Ich gebe mir mal eine Truhe suchen, vielleicht. Ist er noch bei dir? Naja, geht der Mac hinterher. Ich bin gerade an der Check drüben. Ich gehe zur Fang. Such mal Köfferchen. Oh, die sind, glaube ich, hinter die Scheck gerannt. Versuch mal einen Gen zu machen. Ich versuche mal irgendwas Nützliches zu tun. Oh. Ja. Auf jeden Fall haben wir immer angefangen, mit unseren Null-Perkern zu spielen, wenn wir einfach die Schnauze voll hatten von DBD und eh nichts mehr geklappt hat. Ja. Das war jetzt zwar heute nicht der Fall, aber wir haben jetzt einfach gedacht so, ach komm, just for fun, lass uns einfach mal null Perkern spielen. Jetzt habe ich die Fang hochgeheilt, weißt du? Ich bin immer noch verletzt. Und jetzt musste die Fang dringend los, weil Uni kam und so. Und jetzt bin ich immer noch verletzt. Ich bin auch verletzt. Ich bin bei der Scheck an dem einen Seitenarm. Ja, genau, du kommst zu mir. Guck mal. Komm her, mein Schneckchen, ich heil dich. Komm Touch her. Me! Touch me! Touch me! Weiter! Your body. Du bist auch verletzt, ne? Ja. Schätzige. Wein doch nicht, mein Junge. Es ist alles so traurig. Wie sie aber auch da steht, die Lois. Sie gibt einfach alles. So. Jetzt hierher. Keine Ahnung, ich mach den Gen. Hast du schon aufgegeben, oder was? Ich mach einfach den Gen jetzt hier. Irgendeiner muss ja arbeiten. Ja, ich glaube, der ist noch beschäftigt. Ja, der jagt noch die Obsession. Das ist die Mac, ne? Ich glaube, ja. Oh, die sind relativ weit. Ich war abgelenkt. Schneckchen, wenn der uns jetzt kriegt, ne, weiß Bescheid.
Naja, gut, jetzt weiß er eh, dass wir hier sind. Let it go. Susi, was ist heute mit dir los? Ich weiß nicht, ich habe heute so ein... Wird Zeit für Twitch Sings? Nee, ich kann nicht singen. Ich entschuldige mich auch wirklich bei allen dafür. Hey, er rennt, hat aber kein Barbecue, der rennt voll in die falsche Richtung. Der rennt immer noch bei der am Haken rum. Die hat verwandt, der ist immer noch am Haken. Ich glaube, die Generatoren, die sind alle jetzt tiefzentral. Er ist bei der Feng. Ja, ich versuche zum Haken zu kommen. Aber die rennt rum zum Haken. Ja, ich sehe es. Wow, die Animation gerade. Der schlägt 3 Meter neben ihr und sie fällt um. Er hebt sie halt auch nicht auf jetzt. Nicht selber befreien. Oh, echt jetzt. Susi, er kommt. Ja, was soll ich denn machen? Nicht das. Lauf, Mac, lauf. Jetzt will er Mac auch noch haben. Lori, ich komme zu dir. Ja, dass die Runde kacke wird, gut, das wusste man ja vorher. Ja, das war irgendwie relativ schnell klar. Ich sag ja, Würst auf Nummer 3. Er ist noch hinter Mac. Hä? Sie wollte ihn stunnen und was ist, er hat durch die Palette geschlagen. Das war jetzt wirklich eine komische Animation. Komm, schnell, Lori. Er kommt, nein! Nein! Nimm nicht meine Lori! Nicht meine, ich komme mit. Nimm nicht meine Lori! Nein! Dachte ich, lässt er oder was? Ah, ne. Okay, that's okay. Ja, er ist schon ganz schön campy unterwegs gewesen, ne? Das muss man jetzt einfach mal sagen. Er ist halt nie so weit vom Haken weggegangen, dass er nicht hätte mit seinem Rage sofort zurückkommen können. Ich bin auch nicht gehangen. Du kannst dich befreien. Er ist aber halt noch hier. Geh. Ach, schade. Nein. I have... Kein Glück. Ich glaube, er sucht jetzt die Mac und die Feng. Die Feng, die kriegt bei dir rum? Ja. Naja, gut. Wir nehmen mal noch die Punkte fürs Kämpfen mit, ne? Würde ich sagen. Wir geben alles bis zum bitteren Ende. Mein Ende ist jetzt gekommen. Ich sehe es. Meins noch nicht. Nein, Lori, nein. Aber vielleicht hat ja einer von den beiden Adrenalin. Obwohl, das bringt ja auch nichts. Aber doch, wenn er die Lücke zumacht, dann... Ja. ...würde derjenige, der Adrenalin hat, wieder aufstehen. Aber dafür müsste er einen noch hängen. Schade. Wow, was für eine Runde. Das war wirklich die absolute Dulli-Runde mal wieder. Ja, gut. Ich glaube, das brauchen wir uns jetzt nicht weiter angucken, oder? Nee, die anderen beiden werden jetzt auch einfach sterben. Und, ja. Ich würde sagen, weiter geht's in Runde 3. Vielleicht entkommen wir da ja mal. Oder wenigstens einer von uns beiden heute. We will see. So. Das Beste kommt zum Schluss. Heißt, die beste Runde kommt jetzt. Und wenn nicht, dann... ist Schluss mit dieser Folge. Aber es ist doch sowieso Schluss dann mit der Folge. Wo bist denn du? Ich bin ja auf irgendeinem Hügel, aber hier ist kein Generator, aber ein Totem. An der Scheck bin ich. Okay, ich bin... Und wir haben die Legion. Oh no. Ich guck mal, dass ich zur Scheck rüberkomme. Er geht in, er ist in die Scheck gegangen. Oh, jetzt wird er zu mir kommen. Bist du die Klödi? Nee. Nee. Ich bin doch auch ein Dwight. Er ist bei mir. Oh, einmal habe ich gestunt. Toll, ich hätte doch die andere Archivaufgabe nehmen sollen mit dem Stun. Ja, du kommst, glaube ich, in Richtung Hügel, wo ich... Ach, der folgt dir noch. Ja, ja.
Der ist böse, weil ich ihn gestunt habe. Lied für ein Böser, Lied für ein Sauer. Ich bin da. Ich seh dich. What a luck. So, er läuft wieder geradezu nach hinten. Ja. So, ich geh mal. Lass uns gehen, Bruder. Jo. Da ist ein Gen, an den können wir arbeiten. Ja, ich würde auch gleich... Viel. Ja? So. 1, 2, 3 und ran. Komm, ran, ran! Nein, da ran. Nee, dann halt ran. Ey, wir sind synchron rangegangen. Oh nein. Es wird nicht lange dauern, dann haben wir den Killer wieder bei uns. Hm. Aber ich muss halt jetzt... Ja, der kommt in unsere Richtung. Aber ist in der, im Rage-Modus. Ja, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, er ist hinter dir her. Okay, das war voll... Ah, er folgt mir! Nein! Okay. Okay, jetzt ist er aus der Raserei raus. Jetzt werde ich gleich liegen, weil jetzt... Oh, Checkpalette, schaffe ich das? Gib alles! Dead Heart, was wir nie mit haben. Ist er umgedreht? Nee. Doch. Okay. Der hat wieder sein Prestige-Outfit an und das sieht übelst komisch aus, finde ich. Und das ist wieder noch nicht ein einziger Generator, der hier irgendwie fertig ist, ey. Siehst du, wo er hinläuft? Er ist geradezu weg von mir. Ja, da bin ich mit der Mac. Ja, er hat den anderen. Okay. Ich versuche zu kommen, aber ich bin quasi hinter den beiden, die sich da jagen. Das ist echt gerade so ein bisschen... Jetzt rennt die andere auch los. Das Problem ist, der hat mich 100% gesehen. Ich hol dich jetzt trotzdem runter. So, ich gehe mal gleich wieder zurück. Ah, er rennt dort rum. Ja, er hat mich. Er ist hinter mir, aber... Ich gehe durch den Tempel. Okay, ist schon ab. Schon mal gesagt. Huch, da war er ja. Toll, jetzt habe ich ihn zum zweiten Mal gestunt. Toll, ich hätte wirklich diese Stun-Aufgabe mitnehmen sollen. Aber der hat jetzt was, irgendwas dabei, dass die Paletten gleich zerbrechen. Ja, Zornesgespenst, oder wie das heißt. Spirit Fury. Er ist rechts von mir weggelaufen. Suchen wir uns gleich einen Gen hier. Wir gehen gleich an den ran. Wir müssen diese Kackaufgabe fertig kriegen, komm. Ich würde nur gerne nach hinten gehen. Ich glaube sowieso nicht, dass wir lebend aus dieser Runde rauskommen werden, also... Nee. Aber ich würde halt gern diese Archivaufgabe wenigstens erledigen. Wollen wir dann gleich nach links an den, wo wir eben Ost waren? Er kommt. Ist dort hinten auf dem Hügel.
Ah, hab ich gesehen. Er ist in Raserei. Der folgt mir auch weiter. Ich seh's. Ich sitze an dem Gen, wo wir eben saßen. Du rennst gerade auf mich zu. Ich habe ehrlich gesagt die Orientierung verloren. Er folgt mir weiterhin. Das passiert mir ständig. Ja, er hat, ist aber nicht mehr direkt hinter dir jetzt. Ich glaube, er hat dich auch so ein bisschen verloren. Er ist jetzt wieder hinter dir. Okay. Ja, blöd. Er ist im Keller und jagt die eine, glaube ich, unten. Ich mach mal schnell hinten den Gen an. Ja, dann bleibe ich kurz hier direkt, weil der ist auch schon... Da fehlt nur noch ein Pips. Legion kommt wieder hoch. So, aber diese kooperativen Aufgabengedönse. Wir kriegen den letzten Gen an. Wer hätte das gedacht? Ich hab nochmal Adrenalin mitgenommen, Alter. Ja. Die kommt mit dem aber hierher. Willst du das Tor aufmachen? Ich geh erstmal weg, ich geh zum anderen Tor. Okay. Ah, ja, das war klar. Die Nötschelle war klar. Er kommt doch hierher. Das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt echt egal. Hi. Ich bin natürlich ihm komplett vors Fressbrett gerannt. Ich bin tot. Tschüss. Ja, wenn er Barbecue hat, wird er jetzt hierher kommen. Ja, aber schaffst du's? Ist das Tor weit weg? No. Ich werde es nicht schaffen. Er kommt schon. Oh nein, ich sehe gerade nichts. Vor allem durch diese dumme Bobble. Oh, jetzt ist Raserei aus. Diese dumme Bobble, die da immer kommt, wenn jemand stirbt. Ja, siehst du nichts. Uah, Spirit Fury! Ah! Hab ich ihn erst zu spät gesehen. Da war er schon auf dem halben Weg. Na gut. Das war ein Satz mit X. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, vor 3 Minuten war noch kein einziger Gen an und jetzt hatten wir alle an, plötzlich. Ja, also ich muss auch sagen, am Ende ging es jetzt doch irgendwie relativ schnell. Es ist halt sein Glück, dass er jetzt noch Nöt hatte, ne? Ja, ach, dieses doofe Nöt. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch am Ende keine Lust mehr, weil ich bin ja erst vom Ausgang weggegangen, als ich gesehen habe, dass er kam. Es war viel zu spät. Aber egal. So ist das. Worst of Folge 3, würde ich mal sagen. Ja. Sorry, Leute, dass wir solche Noobs sind, aber wir sind halt nun mal Noobs. Wir sind halt keine Profis. Es ist halt nun mal einfach so. Und deswegen sterben wir halt auch wieder am Stück. Ja, ich würde sagen, danke fürs Gucken, wie immer. Und ja, wir hoffen, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß und seid ein bisschen unterhalten worden. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.